Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute kommen wir zu was ganz Besonderem, wenn wir spielen das erste Mal gegen einen Gott, gegen eine Götterkarte. Denn wir spielen die Folge, wo Yugi gegen die Marionette Pantomime von Marek spielt. Eine sehr geile Folge, weil man da zum ersten Mal, glaube ich, eine Götterkarte sieht. Oder nee, Obelisk war der erste, ich weiß gar nicht. Gab's Obelisk da vorne? Ich glaube schon. Bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das besser wisst. Auf jeden Fall spielen wir jetzt einen Slifer. Hier sehen wir es nochmal. Leider, in den alten Designs. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich finde ja, dass, also meine Lieblingsgötterkarte ist der Slifer tatsächlich, weil ich die Karte so schön finde. Aber ich finde alle sehr schön, ne? Alle Karten sehr schön in den Originaldesigns. Leider haben wir hier die alternativen Designs. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, warum das eigentlich so ist. Warum man hier jetzt dieses hässliche Design von zum Beispiel Obelisk genommen hat, mit dem weißen Hintergrund irgendwie. Finde ich komplett, also das Obelisk-Ding ist das hässlichste überhaupt, finde ich. Überhaupt. Slifer geht eigentlich noch und Ra ist auch nicht so ganz geil, finde ich. Also die Originaldinger sind auf jeden Fall für mich persönlich besser, obwohl man sagen muss, dass Slifer hier jetzt nicht ganz so schlecht aussieht wie die anderen beiden, aber insgesamt doch dann lieber immer die originalen Designs. Leider sind die hier nicht drin, komischerweise, aber im Master Duel sind die drin. Im Master Duel hat man die normalen Designs genommen, was ich sehr cool finde. Hier leider eben nicht. Ja, kein Plan. Was ich aber weiß, ist, dass wir gewinnen. Also zumindest mal die Auslosung hier, wer beginnt, und wir beginnen das Ganze mal. Und wir wissen halt, wie er spielt, ne? Er spielt ja wahrscheinlich das Anime-Deck sehr akkurat. Das heißt, er wird auf jeden Fall wenig angreifen. Er wird ja halt, ne, diese Slimes spielen, glaube ich. Deswegen haben wir auch das hier schon mal. Riesentornade, schon mal sehr gut. Wir ziehen nicht ganz so geil. Nicht so schlecht, dass wir jetzt Kartenzerstörung aktivieren könnten. Das wäre ein bisschen dumm, glaube ich, weil wir haben schon Spielkraft und das hier. Magischer Zylinder. Deswegen machen wir mal Flipperfang in Angriffsmodus und spielen die Karte verdeckt. Schön ein bisschen. Ich hoffe mal, dass wir Slifer spielen und nicht er gleich, wenn wir mit ihnen spielen. Mit Strings. So, das habe ich erwartet. Jetzt kann er Karten spielen unendlich, ne? Ziehen meine ich. Wie könnte ich angreifen? Das ist aber nicht so schlimm. Warte mal. Boah, nee, können wir nicht machen, Leute. Können wir nicht machen. Zu wichtig gerade. Die Karten, die wir auf der Hand haben, sind halt zu wichtig, als wir das tun könnten. Deswegen chillen wir mal, Leute. Wir chillen. Wir werden weiter chillen. Wird wahrscheinlich längere Folge werden oder längere Duelle, weil sein Deck schon darauf aus ist, eben ähnlich wie Exodia, sich sehr zu verbarrikadieren. Das macht es ein bisschen, ja, das macht es ein bisschen nervig für uns, aber es ist auf jeden Fall nicht so schlimm. Wir kriegen das schon hin. So, wir können das abwerfen. Das ist nicht so wichtig. Und wir ziehen Rotauge und das hier. Mystische Box. Okay, auch nicht ganz so geil. Egal, er hat zwei Monster, Leute. Er kann fast, wenn noch ein Monster hat, dann kann er eigentlich gleich schon, Tributbeschwör machen, wenn er dann Slifer hat, ne? Wenn er den Slifer auf der Hand hat, dann, könnte er eventuell gleich das schon, machen. Hoffen wir mal nicht. So, wir spielen, Totenkopf. Und greifen an, dass wir auf jeden Fall mal seine Monster zerstören. Weil wir wollen ja nicht, dass er drei Monster auf dem Feld hat. Das wäre nicht ganz so geil. Ja. Er spielt wieder das habe ich erwartet. Ist kein Grund noch nicht, riesige Tornade zu spielen. Das macht doch keinen Sinn. Also, nee. Also, das kann die Karte zerstören. Also, viele offene Zauberkarten, die dein Gegner kontrolliert. Das ist ganz geil. Okay, let's go. Das ist natürlich Game Changer. Das ist natürlich Game Changer. So, wir greifen an, dass wir wieder das Slime sein. Oder nicht das Slime, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Auch von dieser Slime. Ja, doch, Slime. Er heißt sogar Schleim. Menschlicher Schleim. Okay, dann doch. Aber ich meine diesen einen Slime, ne? Diesen Main Slime, der auch eine Fähigkeit hat. Den werden wir wahrscheinlich jetzt vielleicht sehen oder später, wenn wir das Deck spielen. Auf jeden Fall nochmal sehen. Davon können wir mal ausgehen. Oder davon gehe ich mal aus.
Ah, da haben wir ihn schon. Da haben wir ihn schon, den Main Slime. Den kann er immer wiederholen. Dafür muss er 1000 Lebenspunkte opfern, dann wird er immer wieder belebt. Das kommt natürlich dem zugute. Also früher, in dem Yu-Gi-Oh! Noch, in der Zeit von Yu-Gi-Oh! War das eine geile Strategie, um Slifer zu rufen oder allgemein Monster-Tribut zu beschwören. Ne? Also es war schon nicht ganz so schlecht. Heutzutage sieht man das gar nicht mehr, weil heutzutage ist Yu-Gi-Oh! Halt auch nicht mehr das Yu-Gi-Oh! Was es hier war, logischerweise. Was ich natürlich sehr schade finde, weil ich das Yu-Gi-Oh! Viel chilliger finde und cooler finde und charmanter. Aber no hate gegen die Yu-Gi-Oh! Leute, die heutzutage Yu-Gi-Oh! Spielen. Wenn ihr Spaß dabei habt, wenn ihr Spaß mit Master Duel habt, wenn ihr damit Spaß habt, dann ist ja eine gute Sache, ne? Ihr müsst damit Spaß haben, nicht ich. Bitte? Dann ist ja alles easy. Dann ist ja alles easy. Aber ich merke so bei mir, dass ich immer wieder zu solchen Games zurückkomme. Also zu den älteren Spielen. Weil mir die dann doch mehr zusagen, würde ich sagen schon. Die sagen, oh, wir können fast fusionieren. Nicht ganz, wir haben halt keine Fusion auf der Hand, aber ganz okay, wir können gleich fusionieren. Auf jeden Fall, wenn wir Fusion ziehen, dann können wir... Ne, wir können nicht fusionieren, hä? Wir haben keine Fusionskarte, wir haben nicht die dabei. Okay, das ist weird. Okay, das ist weird, ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber gut. Nicht so schlimm. Weil es läuft ja auch so gut, er kriegt keine 3 Karten auf dem Feld. Ich habe auch schon das Gefühl, dass er irgendwie gerade nicht sein Setup spielen kann, ne? So, ich hoffe, dass wir das besser hinkriegen gleich. Ich hoffe, dass wir das besser hinkriegen gleich. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Aber, schauen wir mal. Wäre nichts. Ist ja schon mal 2 auf dem Feld. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Es ist ja 3 auf dem Feld. Und wir können nur einmal angreifen. Das ist gar nicht mal so ganz geil. Aber nicht so schlimm. Wir können das spielen. Warte mal. Ah, okay. Warte mal. Ja, Rotauge kann weg, würde ich sagen. Alpha würde ich behalten. Und Wiedergeburt. Vielleicht, eventuell können wir dann Slifer wiederbeleben. Das wäre auch so eine Sache, die ich dann doch eher mal beibehalten will. So. Ja, schwierig, ne? Schwierig. Wir können jetzt... Also es macht auf jeden Fall Sinn, dass wir erstmal nichts machen. Nichts Wildes. Wir greifen an. Wir greifen nicht den Slime an, weil das wäre dumm. Das wäre sehr dumm. Stand jetzt zumindest. Gleich können wir den angreifen, aber jetzt erstmal nicht. Okay, macht mal. Geht Angriffsmodus mit dem Slime, okay? Will er uns wahrscheinlich reinbaiten oder was? Ist das so ein Ding? Kann das sein, Leute? Kann das sein? Will er uns baiten? Wir könnten gewinnen auch jetzt. Wir können uns auch gewinnen, einfach. Weil wir können ja das spielen. Ja, komm. Wir gewinnen jetzt einfach. So, wir spielen das jetzt. Dann werden wir Alpha spielen. Und dann spielen wir Wiedergeburt und holen Rotauge wieder. Und dann haben wir eigentlich gewonnen, ja? GG. Ja, war doch chillig, oder? Erstes Duell war relativ chillig. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Schade, dass wir nicht Slifer gesehen haben. Nicht gesehen haben, aber vielleicht sehen wir den gleich. Ich hoffe einfach, dass wir den überhaupt sehen einmal. Das wäre schon cool. Deswegen werde ich gleich mein Bestes geben, Leute, um Slifer zu rufen, auf jeden Fall. Ja, wie machen wir das? Ist ja nicht auch egal, ne? Komm, wir machen das so. Let's go. Ah, Rotauge natürlich. Animation, eine geile. Rotauge ist schon cool. Rotauge ist schon sehr cool. Auch eine meiner Lieblingskarten. Muss ich sagen. Ich habe viele Karten, die von Joey, die meine Lieblingskarten sind. Also Jinzo. Kann man ja als Joey-Karte so ein bisschen sehen, ne? Nicht ganz. Hat er eine Season gehabt. Aber. Oder? Hat er die Länge gehabt? Ich weiß gar nicht. Ich kann es gar nicht sagen gerade irgendwie. Hat er die Länge gehabt als eine Season? Auf jeden Fall so Joey-Karten. Schon wie cool. So, wir haben gegen die Pantomime gewonnen oder gegen die Marionette von Marik gewonnen. Sehr schön, GG. An der Stelle gesagt. Also, wir bekommen natürlich mit dem Geld und wir können jetzt mit der Pantomime spielen. Ich feiere das mega, Leute. Das ist sehr geil, Mann. Komm, wir müssen jetzt ein geiles Setup kriegen. Ähnlich natürlich wie bei der Insektenkönigin, ne? Auch sehr wichtig, dass wir ein Setup hinkriegen, wo wir halt unschlagbar sind. Und aber wir haben ja gelernt, dass die zweiten Duelle oder die Duelle mit den Gegnern, mit den Antagonisten eher, immer ein bisschen schwieriger sind. Ist hier noch nicht ganz so geil, aber es ist okay, wir haben leider keinen Slime gezogen. So, was kann eigentlich die? Wir müssen das lesen, Leute, wir müssen ein bisschen lesen.
Während jeder deiner Standpace-Phase beschwöre ein Schleimspielmarke Typ Aquawasser. Ja. Okay, ja, das ist gut schon mal. Was haben wir hier? Ah, okay. Okay, ist das für später gut. Ja, okay, dann machen wir erstmal das. Was haben wir hier? Okay, das ist dann gut für Slife, oder wie? Okay, ja, okay, viel später. Das, wir chillen ein bisschen. Wir müssen ein bisschen Zeit uns holen. Dann warten wir ab. Weil wir wissen jetzt ja, dass er welche Zauberkarten er hat. Wenn er diese eine hat, die wir gespielt haben, wo alle Zauberkarten zerstören kann, dann wäre bitter. Dann wäre bitter. Okay, Spiegelkraft, maybe. Okay, Spiegelkraft könnte sehr wahrscheinlich sein. Spiegelkraft könnte sehr, sehr wahrscheinlich sein. Ich bin zweimal die, okay. Okay, dann Verteidigung, würde ich sagen. Ne, können wir gar nicht, aber wir können das machen. Also, wir haben die Spielen verdeckt. Leider kein Slifer gezogen, Leute. Leider kein Slifer gezogen bisher. Ich weiß gar nicht, wie oft wir die drin haben. Wahrscheinlich nur einmal. Also, ja, okay, das ist okay eigentlich. Damit kann ich doch leben. Nice. Das ist natürlich lucky gewesen. Hat sehr viele Fallen gespielt und Zaubergarten. Nein! Nein, nicht Krug. Nicht den Krug, Mann. Nicht jetzt. Ah, shit, Mann. Es ist ärgerlich auf eine Art und Weise. Weil das hätte ich gern gehabt. Das wäre ein gutes Setup gewesen schon mal. Und schon wieder. Okay, warte mal. Was werfen wir ab? Was kann die? Das kann weg, glaube ich. Und wir können das wegmachen. Wir haben es ja schon mal gespielt. Wir haben es ja schon gespielt. Slifer, Leute. Slifer. Slifer. Leute. Slifer. Könnten wir spielen. Aber. Ja, verdammt nochmal ein paar viele Fallen, ne? Ich glaube nicht gegen Pfeilimmun, oder? Gegen Zauberkarten? Glaube ich. Weiß gar nicht. Im Anime zumindest. Ich weiß gar nicht, wie es hier ist. Kann ich gar nicht sagen gerade. Wir spielen ihn, oder? Wir können nicht spielen. Wir können ihn nicht spielen. Wieso können wir den nicht spielen, Leute? Okay. Nee, warte mal. Ich glaube nächste Runde erst, ne? Das kann sein, ja. Ich glaube nächste Runde erst. Ja, okay, dann chillen wir noch eine Runde. Dann chillen wir noch eine Runde. Ja, wir chillen. Hol ich wahrscheinlich den duckende Magier oder Wasserblader. Oder Wasserklingenkämpfer. So. Eine weitere Marke. Jetzt müsste es eigentlich gehen, oder? Nee, immer noch nicht. Können wir wahrscheinlich die Tokens nicht verwenden für. Das macht keinen Sinn, oder? Macht das Sinn? Irgendwie macht das keinen Sinn gerade für mich, aber gut, egal. Schwimmen wir den hier. Verdeckt. Ja, Leute, wir können nicht viel machen, Leute. Ich habe das Gefühl gerade. Ich weiß nicht, wir können Slifer nicht ruhig. Ich habe jetzt keinen Grund gefunden, warum das nicht geht. Wahrscheinlich liegt es an den Token, dass man die Token nicht opfern kann. Aus irgendwelchen Gründen, die ich mir noch nicht erklären kann. Aber es ist erstmal nicht ganz so schlimm. Ist nicht so schlimm. Deswegen hoffen wir mal, dass ein zerstört. Ein Token. Den hier wahrscheinlich greift an. Das wäre gut. Okay. Okay. Silberfang gespielt, okay. Okay, dann spielen wir jetzt. Nein! Hä? Nein, das ist ja dumm, Leute. Das ist ja mega dumm. Dann können wir ja nie Slifer spielen. Oh mein Gott. Deswegen. Das ist dumm, Leute. Shit, jetzt sind wir hard stuck, oder kann das sein? Aber wie ist es denn da? Okay, es muss irgendwie Sender geben, ne? Es muss irgendwie Sender geben. Wofür ist das denn da, hä? Wofür ist denn diese Token da, wenn man da einen Slifer rufen kann? Das ergibt ja wenig Sinn für mich gerade. Das Gefühl. Was haben wir hier an Fusionskarten? Kann man das mal sehen? Okay, wird nicht. Okay, dann. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob wir Slifer sehen werden. Das sieht nicht gerade so geil aus.
Die Tokens machen uns ein bisschen eher einen Strich durch die Rechnung gerade. Leider. Das ist ein bisschen bitter. Ja, sorry Leute, aber wir... Mal gucken, Leute. Vielleicht gleich. Wenn wir einige, Ruf der Gärten. Deswegen. Nee, Leute, wir werden verlieren. Verlieren nicht, aber, oder? Wir werden vielleicht verlieren sogar. Weil er immer wieder angreifen kann, ne? Ah, Leute, es ist dumm. Es ist sehr dumm gerade. Es ist sehr dumm. Das habe ich nicht bedacht. Mit dem Slime. Kann ich jetzt Ruf der Gärten spielen schnell? Oh nein, lass mich schnell, bevor Token kommt. Kann ich nicht. Ja, okay, Leute, wir verlieren, glaube ich. Aber wir werden verlieren, weil er jetzt immer angreifen kann und uns zerstören wird, will ich wahrscheinlich. Was irgendwie dumm ist. Ja, ärgerlich. Ärgerlich. Das haben wir ein bisschen verkackt. Glaube ich, Leute. Ich glaube, wir müssen restarten, oder? Ich glaube, wir sollten restarten gleich. Dann machen wir es besser. Ja, okay, Leute, wie ist das, Leute? Sorry, also, ja, was soll ich machen? Das war dumm. Ich habe jetzt nicht bedacht mit dem Spiel, mit den Token, die sind ja... Natürlich geben die Sinn, ich weiß ja, Leute. Irgendwie geben die Sinn, ja, das macht ja auch da Sinn. Aber ich habe jetzt noch nicht den Sinn gesehen und... Ich habe noch nicht gecheckt, wo, wie die Taktik hinter dem Token liegt. Ja, gut, egal. Machen wir es anders, Leute, machen wir es anders. So... An der. So. Dann spielt man das. Und dann spielen wir die Karte verdeckt. Ganz gechillt. Ich finde nicht so gut leider nur Monster. Teilweise. Oder nur fast Monster halt. Finde ich nicht ganz so geil. Das ist ein bisschen... Bisschen gut nachziehen. Ah, okay, Ruf der Gärten schon mal nicht so schlecht. Ja, ich mach das glaube ich mal, weil ich. Ich glaube, ich will den zerstören. Nicht, dass er den opfert gleich. Wie Totenkopf oder so. Mit die Kette verdeckt. Und chill eine Runde. Nein, noch nicht. Gibt noch keinen Sinn. Wiedergeburt, okay. Ah, nein, und den wieder. Ah, das ist natürlich bitter. Das ist natürlich ein bisschen bitter jetzt gerade und Lichtschwerter. Okay. Fusion. Haben wir eigentlich Fusion, warte mal. Den. Drachenbrut und menschlicher Schleim. Okay. Ja, okay, dann weiter geht's. Können wir nicht viel machen. Ein bisschen Geduld haben. Aber ich befürchte leider, dass er gleich opfern wird. Rotauge oder sowas. Ja, es ist logisch, Leute. Es ist logisch. Es macht doch einfach Sinn. Ne, sogar Buster Blader. Jetzt könnten wir den wiederholen, aber es macht auch keinen Sinn irgendwie. Okay. Ja, lass sie wiederholen. Deshalb, wir können dich angreifen. Das ist dumm. Das ist sehr dumm. Bin ich verdeckt. Und können nichts machen, Leute. Wir müssen Geduld haben. Wir müssen auch belieben, besser, ne? Ein bisschen belieben. Dass wir gut ziehen. Wenn nicht, müssen wir gleich wieder nochmal wiederholen, das Duell. Aber ich sag ja, das hängt viel davon ab, halt, dass wir ein gutes Setup haben, ne? Das habe ich schon befürchtet. Oder mir. Das haben wir uns schon gedacht. Das ist ja logisch. Bei diesen Slime-Dingern. Hängt auch da viel von ab, ob wir gut ziehen oder nicht. Ist auch so ein Ding. Ah, wir hätten funktionieren können, Leute. Wir hätten fast funktionieren können. Es hat nicht viel gebracht, aber... Trotzdem, wir hätten funktionieren können, was? Shit. Ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Okay.
So, warte mal, die. Okay, schwarzes Magiermädchen. Oh mein Gott. Er kann sich angreifen, okay. Er kann es gar nicht angreifen, ne? Dumm, hätte ich mal opfern sollen. Leute, wieder Missplaner. Ihr seid gewohnt, oder? Ihr seid gewohnt. Oder? Ich hätte auch opfern können, glaube ich. Oder ich hätte nochmal spielen können. Den zwei davon wäre gut gewesen. Ah, okay. Aber gut, das schafft uns Zeit. Das schafft uns ein bisschen Zeit. Nee, diesmal nicht, Leute. Diesmal kein Slime. Keine Slime-Maschine. Diesmal keine Slime-Maschine, Mann. Never. So. Wieder den. Schon dreimal schon gezogen. Krass. Krass. Okay, Totenkopf wahrscheinlich. Ja. Nee. Baphomet. Krass. Baphomet. So. Wieder die Karte. Ja. Doch, ich kann das mal spielen. Obwohl, das ist ja dumm, oder? Ich glaube, das ist ja dumm. Ja, ist ja dumm. Das war ein bisschen dumm, ja. Okay. Okay. Leider, cool, aber bringt uns leider nichts. Haben wir nicht genug Monster auf dem Feld. Haben wir nicht genug Monster auf dem Feld, leider. Ah, warte mal. Nee. Nee, vergiss. Oh mein Gott, okay, wir haben ihn dreimal drin. Krass. Ja, wir werfen gleich. Wenn wir nichts spielen können, werfen wir gleich Fusion ab, oder? Naja, das macht Sinn. Oh, nice. Das ist gut. Das ist gut. Also theoretisch gesehen ist das gut. Das ist sogar sehr gut, Leute, weil wir die Falle haben. Er hat leider auch sehr viele Fallen, ne? Also er hat sehr viele Fallen auf dem Feld. Das heißt, oh mein Gott, krass. Nice, Leute, wir können jetzt live rufen, Leute. Können das Slime hoch. Es kann aber unser Ende sein, weil wir halt, ja, weil wir halt vielleicht in eine Falle reinlaufen, die uns zerstört und uns eh vorbei. Höchstwahrscheinlich. Also er wird höchstwahrscheinlich eine Falle haben, ne? Definitiv. Das gibt ja irgendwie Sinn. Irgendwas wird er haben. Okay, zwei. Okay, jetzt drückt eine Magie, oder? Ja. Das war zu erwarten. Weiter geht's. Das ist gut. Das ist gut. Das heißt, sie sind ein bisschen gesaved. Okay, die spielen wir natürlich. Okay. Dann, let's go, Leute. Slifer. Immer haben wir den gesehen. Immer haben wir den mal gespielt, oder? Und wir haben viele Karten auf der Hand. Das heißt, aber wir können unendlich Karten ziehen, Leute. Ich bin dumm. Ich vergiss es immer. 6000, Leute. Wenn er jetzt dieser Hüter hat, dann ist vorbei, Leute. Wenn er jetzt diese Hüter hat, dann ist vorbei. Und ich habe das Gefühl, dass er die haben wird. Aber wisst ihr was, Leute? Wir gehen einfach rein und schauen mal, was passieren wird. Er hat Hüte, aber nicht Hüte, die ich meinte. Er hat Hüte, die okay sind. Sagen wir mal so. Er hat Hüte, die okay sind. Damit kann ich leben. Leider dumm, dass wir jetzt das aktiviert haben, ne? So ein bisschen. Dass wir die Zauberkarte aktiviert haben, war ein bisschen dumm eigentlich. Hat ihn mehr geholfen als uns, oder? Keine Ahnung. Oh nein. 4000. Aber jetzt hat es uns geholfen. Nein. Okay. Nein. Oh mein Gott, was eine miese Combo war das denn?
Gott, verdammte Scheiße, Mann. Aber wir haben Slifer gespielt, Leute. Wir haben Slifer gespielt. Ich bin happy. Erstes Ziel erreicht. Jetzt können wir nur noch gewinnen. Jetzt können wir nur noch gewinnen, Leute. Wir haben Slifer gespielt und jetzt ist alles easy. Einmal Slifer gesehen, das muss reichen. Definitiv. Ah, wir ziehen wieder nicht gut, Mann. Ja, okay, es geht, ne? Es geht. Ist nicht komplett scheiße, aber nicht komplett geil. Das muss man sagen. Okay. Okay, 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 okay. Nein! Ja, Leute, wir müssen das machen, Leute. Tut mir leid. Wir brauchen den gleich. Wir brauchen den gleich. Denke ich. Ja, ja, wir brauchen den definitiv. Hat so viele Fallen, ne? Ist so geisteskrank. Okay, das ist mal egal. Das spielen wir jetzt mal nicht. Wir opfern den. Dann können wir gleich spezial beschwören, oder? Wenn wir den Tribut beschwören. Opfer meine ich. Dann können wir den gleich spezial beschwören. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen. Wir müssen ein bisschen Druck machen, Leute. Dass er nicht opfert. Auch wichtig. Dass wir müssen ein bisschen Druck machen. Auch. Nicht nur mit Slifer. Weil, wir müssen auch ein bisschen baiten. Wir müssen seine Pfeile auch ein bisschen baiten. Wisst ihr, ich meine? Was Slifer muss eine freie Bahn haben, so ein bisschen. Ah, seht ihr? Guck mal, jetzt können wir den noch holen. Schön. Aber genau das wollte ich doch. Dann rufen wir den Slime. Und greifen an, Leute. Wir machen weiter. Pushen ein bisschen, pushen ein bisschen. Ein bisschen gepusht. Leute, Slime mit angreifen. Leute, er hat eine Karte getan, das sieht gut aus. Wir haben drei Monster auf dem Feld. Also wenn wir Slifer ziehen würden, wäre auch geil irgendwie. Aber auch riskant, muss man sagen, ja. Weiß ich nicht, ob ich den spielen würde. Sag ich euch ehrlich, weiß ich nicht, ob ich den spielen würde. So. Geht der Effekt immer oder wie läuft das? Wir werden es probieren. So, komm. Aktiviere eine Falle, irgendwas. Nee, haben wir jetzt gewonnen? Nee, überlebt das noch. 100 Lebenspunkte. Krass. 100 Lebenspunkte, Leute. 100 Lebenspunkte. Ich glaube, das ist ein Quick-Duell, Leute. Ein Quick-Duell. Meine Güte. Ja. Falle verdeckt. Könnte Spielkraft sein. Dann ist... Nee, oder? Doch. Könnte Spielkraft sein. Ja, guck mal. Wir können ihn sogar wiederholen. Krass. Könnten ihn sogar einfach wiederholen. Immer wieder. Ist natürlich geil. Aber okay. Magische Hüte. Reicht nicht, oder? Ich glaube, wir werden trotzdem verlieren. Ich meine wohl, ja. Müsste eigentlich. Es sei denn eine 2000 Verteidigung. Dann nicht, natürlich. Dann nicht. Hä? Ah, stimmt wieder der Effekt. Oh mein Gott, und dieser Nullstark, stimmt ja. Oh mein Gott. Unfreiwillig gewonnen, ohne Wissen darüber. Geil, okay, GG, Leute, nice. Das war jetzt schnell, Leute, wir haben es geschafft. Die Pantomime wurde besiegt. Und wir haben mit der Pantomime Yugi gespielt und Slifer gesehen. Wir haben Slifer gespielt, leider nicht sehr erfolgreich. Aber wir haben ihn gesehen. Sehr geil. Das nächste Duell ist dann der Geist. Das Finsternis, der Geist der Finsternis offenbart, also Yugi gegen Bakura auf diesem Zeppelin-Schiff, was auch immer das ist, von Kaiba. Ja, Leute, lasst mir ein Like da für dieses Video. War dann noch eine längere Folge. Hat Spaß gemacht, aber wieder war sehr cool, mal Slifer zu sehen. Den ersten Gott werden noch weitere sehen. Obelisk, den Peiniger und natürlich Slifer, der Himmel, Ra meine ich. Der Geflügeldrache von Ra. Wenn wir auch noch sehen, Leute, lasst mir ein Like, abonniert den Channel gerne. Danke dafür für jeden oder jede, die das gemacht habt oder gemacht haben. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Haut rein, macht's gut und bye bye.